Sie fragen sich sicher, was es hier schon groß zu berichten gibt. Von diesem kalten, einsamen, vom Nordpolarmeer umschlossenen Flecken im äußersten Nordosten Norwegens. Willkommen am Ende der Welt. Willkommen in meiner Heimatstadt Vardø. Vardø ist eine sterbende Stadt. Eine Stadt ohne Hoffnung, ohne Zukunft. Als ich klein war, lebten hier 4000 Menschen. Mittlerweile sind es nur noch 2000. Ich heiße Anita und habe mein ganzes Leben hier verbracht. Ich bin verheiratet und habe zwei Kinder. Ich arbeite als Kirchenvorsteherin und bin ehrenamtliche Präsidentin des Jukigassen. Jedes Jahr veranstalten wir ein großes Schneeballschlachtturnier. Das ist unser Alleinstellungsmerkmal. Jukigassen stammt ursprünglich aus Japan und bedeutet Schneeballschlacht. Die Regeln dieses Sports sind einfach. Zwei Mannschaften versuchen, durch Treffer mit Schneebällen einander aus dem Spiel zu werfen und die Flagge des Gegners zu erobern. Ich will unser Jukigassen zum angesagtesten Winterfest Norwegens machen, um unsere Stadt zu retten, damit nicht noch mehr Leute wegziehen. Mørket har lagt seg over byen. Det nå det gjelder å ha trua. Om det motgang som gjør deg sterkere, vel, så kan jeg nok løfte et fjell. En mann må ha sitt arbeid å gå til. Han må føle han kan få noe til. Hier gibt's nicht viel zu tun. Meist sitzen wir nur rum und quatschen. Kommt, lasst uns anfangen. Das wird lustig. Los, fahren wir. Die Typen von der Stadtverwaltung glauben immer, sie könnten alles selbst reparieren. Dabei können sie noch nicht mal ihr Klo reparieren. Wir müssen hin und denen helfen. Stimmt's, Vega? Ja, diese möchte gern Handwerker. Genau. Lass uns darüber fahren zum Lieferanteneingang. Ist das Problem, Kind? Ja. Dann schauen wir mal. Wenn wir schon den Klempner rufen, hätten wir auch gleich eine neue Kloschüssel kaufen können. Irgendjemand muss die scheiß Dinger ja austauschen. Jedes Jahr ein neues Modell. Danke, jetzt wissen wir, wie man's macht. Ihr Klempner könnt wirklich alles reparieren. Dafür müssen wir eine Arbeitsstunde berechnen. Das ist unsere Mindestauftragssumme. Halbe Stunden berechnen wir nicht mehr. Wir brauchen das Geld. Wir können da keine Kompromisse mehr eingehen.
Da sind wir wieder. Wir haben die Zisterne im Rathaus repariert. Stell der Gemeinde Wardö eine Arbeitsstunde in Rechnung. Mach ich. Hallo! Dani! Bist du wach? Gern. Hey! Guten Morgen! Soll ich dich mit kalten Händen anfassen? Steh auf! Du kannst nicht liegen bleiben. Du wolltest dich doch für einen Job bewerben. Du kannst doch nicht den ganzen Tag im Bett bleiben. Was soll das Gelaber? Du kannst nicht den ganzen Tag liegen bleiben. Tschüss. Sei nicht so mufflig. Verdammt. Jetzt hör auf deine Mama. Ine, wolltest du nicht zur Schule? Es ist schon 8:30 durch. Was hast du denn Donnerstagnachts zu treiben? Geht dich nichts an. Das Arbeitsamt hat im Internet 8 freie Jobs. Selbst wenn vielleicht nicht alle was für dich sind. Und deswegen weckst du mich? Richtig. Ich habe dich geweckt, weil wir eine Abmachung haben. Ich habe keine verdammte Abmachung mit dir. Ich dachte, du hättest lang genug geschlafen. Hab ich aber nicht. Verdammt nochmal. Woher soll ich wissen, dass du nachts aus warst? Und das an einem gewöhnlichen Donnerstag? Ich dachte, du gehst unter der Woche nicht aus. Ich soll aus gewesen sein? Du bist vor 1,5 Stunden ins Bett. Na und? Das heißt nicht, dass ich besoffen war. Verdammt nochmal. Mir geht das alles dermaßen auf den Sack. Ich gehe dann mal. Tschüss, viel Glück. Ich habe meinen Job bei Thor Walter verloren, weil es einfach zu wenig Arbeit gibt. Das ist ein Familienbetrieb und er hat seine 3 Söhne eingestellt. Und natürlich muss er zuallererst an sich denken. Ich wäre in seiner Firma immer der Außenseiter gewesen. Gegen Blutsbande kommt man halt einfach nicht an. Mit 3.600 im Monat komme ich nicht über die Runden. Unmöglich. Ich habe weder die Mittel noch die Gelassenheit dafür. Es frisst mich auf. Es ist furchtbar, den ganzen Tag zu Hause rumzuhängen. Lange Zeit boomte hier der Fischfang. Doch mittlerweile gibt es in Wardö keine Fischer mehr. Warum, kann ich nicht sagen. Denn im Meer hier gibt es immer noch jede Menge Fisch. Draußen sieht man viele Trawler, aber die kommen von woanders her und verkaufen ihren Fang lieber nach China. Hier leben nicht mehr genügend potenzielle Kunden für einen Klempnerbetrieb. Wir tun alles, um unseren Umsatz irgendwie zu steigern. Wir verkaufen unseren Lagerbestand mit 20 oder sogar 50% Preisnachlass. Der Familienbetrieb macht harte Zeiten durch. Ohne größeren Auftrag droht die Insolvenz. Doch es gibt einen Hoffnungsschimmer. Da hinten das rote Gebäude ist die alte Schule, die wird gerade renoviert. Wir hoffen, dass es dort auch für uns Arbeit gibt. Das wäre ein ziemlich großer Auftrag. Damit hätten wir die nächsten paar Jahre genügend zu tun.
Jojo. Thor Walter arbeitet das Angebot aus, das seinen Betrieb retten könnte. Wenn wir den Zuschlag bekommen, wäre das unsere Rettung. Falls nicht, ist es wohl aus mit der Firma. Es gibt einfach nicht genug Arbeit. Ich habe Angst, meinen Job zu verlieren. Was soll ich denn dann machen? Aber ich versuche, positiv zu denken und sage mir, es wird schon gut gehen. Das muss man. Ich bete sogar darum. Es wird schon gut gehen. Vielleicht bleibt auch Thor Walter, Einar und ihren Söhnen nichts anderes übrig, als wegzuziehen. Nicht zuletzt deshalb liegt mir das Schneeballschlachtturnier so am Herzen. Ich will damit der Stadt ihren Optimismus zurückgeben. Das ist ein schöner Platz dafür, mit den alten Festungsgebäuden und der Festung selbst im Hintergrund. Eine fantastische Arena, alt und ehrwürdig. Im letzten Jahr kam ein Orkan auf, völlig unerwartet. Der hat unsere Zelte gegen die Häuser auf der anderen Straßenseite geweht. Ich war sicher, dass wir Verletzte oder sogar Tote hatten. Doch zum Glück kam es nur zu Sachschäden. Ich wünsche mir so sehr, dass wir in Vardø uns mal wieder so richtig auf etwas freuen können. Thor Walters Firmenteam nennt sich Yeti und hat schon mehrmals den Titel gewonnen. Das ist unsere Flagge fürs Jukigarsten. Die muss vom Gegner erobert werden. Wenn dem Gegner das gelingt, bekommt er Bonuspunkte. Man muss möglichst viele Gegner durch Treffer aus dem Spiel werfen, um die Flagge erobern zu können. Das Foto ist von 2002, als wir nordische Meister im Jukigarsten wurden. Der mit der Yeti-Kappe bin ich. Damals war ich der Kapitän. Das ist Einar. Da sah sie ein wenig anders aus als heute. Jetzt ist sie viel hübscher. Ich denke mal, ich kann im Monat etwa 700 bis 800 Kronen ausgeben. Für Tabak, Diesel und die eine oder andere Party. Ich komme schon irgendwie über die Runden. Und aus unerfindlichen Gründen bekomme ich auch immer was zu trinken. Schon seltsam, irgendwie. Brauchst du Hilfe? Könnt ihr mich schieben? Na klar. Jetzt müsste es gehen. Moment, ich schaufel hier noch ein bisschen frei. Gib mal Gas. Wenn ich den Gang reinkriege.
Ja. Das fängt ja gut an heute. Super Parkplatz. Damit ich das ganze Jahr über zu tun habe, habe ich einen Nebenjob. Hier geht's in die Kapelle. Ich mach mal das Licht an. Das ist mein Nebenjob. Um besser über die Runden zu kommen, betreiben wir auch ein Bestattungsinstitut. Aber weil wir jeden Verstorbenen gekannt haben, ist das nicht immer einfach. Schon gar nicht, wenn man noch eine andere Firma hat. Andererseits ist das Bestattungsinstitut momentan wohl der sicherste Arbeitsplatz in Vardø. Das ist der Wagen, mit dem wir den Sarg hinausfahren. Der hat uns Probleme gemacht. Er führte ein Eigenleben, fuhr immer wieder mal von selbst los. Man hätte meinen können, der Ort sei verhext. Das gibt einem schon zu denken. Erst bist du ihr Klempner. Dann bringst du die Leute zum Friedhof. Das gibt einem wirklich zu denken. Irgendwie könnte man das als Dienstleistung bis ins Grab bezeichnen. Genau das suche ich. Billig, aber gut. Immer wieder aufregend, wie beim ersten Mal, oder? Am Wochenende schaue ich nicht aufs Konto. Das tue ich erst am Montag wieder. Ja.
Hast du schon was gegessen? Nein, noch nichts. Was hättest du gerne? Was gibt's denn? Magst du frische Fischfrikadellen? Gibt es keine Eier? Eier mit Speck? Du machst Eier mit Speck? Ja. Kannst du bitte das Brot mit zum Tisch nehmen? Bringst du das Besteck? Ja. Salz und Pfeffer? Ja, bitte. Hör mal, Arctic Shebag AS sucht Saisonmitarbeiter für den Frühling. Aufgabenbereich: Fische ausnehmen, filetieren und zum Trocknen aufhängen. Der Bewerber sollte einen Gabelstapler oder Kranführerschein haben. Kontakt: Alf Martin Jensen. Und eine Telefonnummer. Apropos, ich habe deine Arbeitskleidung gewaschen. Thor Walter hat doch gesagt, er ruft an, wenn es wieder Arbeit gibt. Krieg endlich deinen Arsch hoch. Ich werde immer wieder gefragt. Lebt ihr Sohn in Vardö? Ja. Hat er Arbeit? Nein. Ich kann dich begleiten. Ich habe aber keinen Bock, dass du mir überall hin folgst. Frag einfach, guten Tag, habt ihr vielleicht Arbeit für mich? Und da wunderst du dich, warum ich nicht jeden Tag zum Essen komme? Du magst nur nicht, dass ich an deine Verantwortung appelliere. Jeden Tag die gleiche Scheiße, jeden Tag. Aber versteh doch, du brauchst jemand, der dich wachrüttelt. Du lebst doch wie ein Hund. Toll, meine Sozialhilfe ist da. Super, jetzt kann ich 2 weitere Wochen überleben. Ich weiß doch, dass es dir nicht gefällt, hier wie ein Penner rumzuhängen. Also echt. Franz. Kein Wunder, wenn du mich die ganze Zeit voll laberst, bis mir die Ohren abfallen. Ich komme mir vor wie bei Two and a Half Men. Tu deiner Mutter einen Gefallen und du gehst einen Pakt mit dem Teufel ein. Ich mein's ernst. Das ist bestimmt nicht lustig für dich, da bin ich mir ganz sicher. Vielleicht bist du deshalb so... Ja. Mach was aus deinem Tag. Keine Ahnung. Ich denke, es ist normal, faul zu werden, wenn man arbeitslos ist. Ich höre den Wecker nicht und bin froh, wenn ich vor 10 wach werde. Und gleichzeitig ist es frustrierend, vor 10 aufzuwachen und nichts zu tun zu haben. Das ist einfach Kacke. Unser Organisationskomitee hat in der alten Festung sein Hauptquartier aufgeschlagen. Wir wollen die Arena für die Schneeballschlacht vorbereiten. Hilf mir mal. Ich brauche einen starken Mann. Seit einem Jahr haben wir die Sachen nicht mehr angerührt. Versuchen wir mal, es zusammenzubauen. So langsam komme ich in Stimmung fürs Yukigassen, auch wenn das Wetter noch nicht wirklich mitspielt. Beim Yukigassen ist es meist etwas wärmer. Man schwitzt richtig bei den Vorbereitungen. Aber ich spüre schon, wie es kommt. Ich werde so langsam ganz hippelig. Jetzt sehen wir, wie gut wir geplant haben. Es gibt noch jede Menge zu tun, bevor die Arena fertig ist. Thor Walters Yeti-Team trifft sich zum ersten Training für dieses Jahr. Sie dürfen dazu die Turnhalle der alten Schule nutzen. Kommt mal alle her. Und seht euch meinen Plan an. Vielleicht drehe ich ihn, damit ihr alles besser seht. Die Nummer 1, 2 und 3 spielen hinten.
Nein, 5, 6 und 7 spielen hinten. Ach so, na gut. 5, 6 und 7 dürfen sich aufstellen, wo sie wollen. Marius, du bist der Kapitän. Bereit? 1, 2, 3! 1, 2, 3! Das gilt nicht. Die Einwohner Vardøs freuen sich bereits auf das diesjährige Turnier. Jeder hofft, einen Platz in einem der vielen Teams zu ergattern. Dani, der seinen Job bei Thor Walter verloren hat, ist auch nicht mehr beim Team Yeti dabei. Ich habe ein Angebot, bei einem anderen Team mitzuspielen. Den Quintepella Drunkers. Keine Ahnung, ob die überhaupt wissen, wie man einen Schneeball richtig wirft. Da geht's wohl eher ums Trinken. Das kann ich. Da würde ich also gut reinpassen. Das Angebot steht noch. Ich habe ein paar Tage Zeit, darüber nachzudenken. Thor Walter wartet immer noch auf eine Reaktion auf sein Angebot. Das Überleben seiner Firma hängt davon ab. Er ruft an. Hallo? Nur Consult? Ja? Verstehe. Ich habe sehr knapp kalkuliert, weil ich den Auftrag dringend brauche. Ja, das wäre toll. Wie haben wir abgeschnitten? Sieht es gut für uns aus? Verstehe. 2.260.000. Nein, verstehe. Schon gut. Danke für deinen Anruf. Tschüss. Der Unterschied war gering. Was sind schon 50.000 Kronen bei solch einer großen Summe? Wir müssen das niedrigste Angebot nehmen? Ja, die neuen Ausschreibungsrichtlinien schreiben das vor. Dabei lagen wir so nah dran. Ja, aber trotzdem. Und die stammen aus einer anderen Stadt. Wie soll ein Unternehmen hier in Vardø noch überleben können? Thor Walter wird seinen Betrieb wohl dicht machen müssen. Jetzt brauche ich erstmal einen Kaffee. Heute? Ich mache mich auf und bewerbe mich bei der Fischfabrik. Festgeblüht.
Thor Walters Familienbetrieb geht bei der Ausschreibung zur Renovierung der neuen Schule direkt gegenüber leer aus. Ihm, seiner Frau Aina und den drei Söhnen bleibt wohl nichts anderes übrig, als sich den Fortschritt der Arbeiten tatenlos mit anzusehen. Irgendwas eingegangen heute? Keine Ahnung. Hast du nicht nachgeschaut? Nein, du tust doch. Thor Walter hat eine E-Mail vom Bauherrn bekommen, mit dem Protokoll der Ausschreibung. Die haben zwei Anbieter ausgeschlossen. Das könnte von Bedeutung sein. Wir sind noch im Rennen. Es besteht also vielleicht noch eine Chance für uns. Wir sind noch nicht draußen? Nein. Die Architekten wollen das Projekt neu kalkulieren und die Angebote mit dem neu berechneten Budget vergleichen. Es könnte ja sein, dass sie Fehler gemacht haben. Und wir vielleicht auch. Warten wir also ab. Dass die Ausschreibung in eine neue Runde geht, gibt Thor Walter neue Hoffnung. Vielleicht wird seine Firma ja doch noch gerettet. Verdammt. Was soll das denn? Spinnen die? Na schön, von mir aus. Irgendwie aber schon krank. Da drüben ist jemand. Weißt du, wo die Chefs sind? Einer war eben noch hier. Ja, tut mir leid. Willkommen. Ich bin Rino Liljegren. Dani Dietrichsen. Ich bringe meine Bewerbung und meinen Lebenslauf vorbei. Ich tue das lieber persönlich statt per E-Mail, denn mein PC ist abgestürzt, nachdem ich sie ausgedruckt hatte. Hättest du Zeit für ein kurzes Gespräch? Ja, klar. Einen Kaffee? Nein, danke. So. Du hast früher bei Chiwek gearbeitet? Ja. Jetzt aber nicht mehr. Nein, die brauchen zurzeit keine Mitarbeiter. Davor habe ich für einen Klempner gearbeitet, bis ich... Er hatte auch keine Arbeit mehr oder konnte sich keinen Mitarbeiter mehr leisten. Also habe ich meinen Job dort verloren und habe bei Chiwek angefangen. Was gibt es noch zu berücksichtigen? Musst du vielleicht früh Feierabend machen, weil du deine Kinder im Kindergarten abholen musst oder so? Nichts dergleichen. Könntest du nachmittags und am Wochenende arbeiten? Jederzeit. Das klingt gut. Falls wir dich einstellen, wann könntest du anfangen? Morgen. Was noch? Ich glaube, das war's. Schön, dass du vorbeigekommen bist und dich für einen Job bei uns interessierst. Wir brauchen viele Mitarbeiter. Also dann. Netter Typ, mit dem man gut reden konnte, auch wenn ich nicht gerade gut im Smalltalk bin. Ich hätte ihn lieber mal nach ein paar Drinks kennengelernt. Thank you.
Soldaten! Jetzt kann ich nur noch mit den Händen in der Tasche hin und her tigern und warten. Hoffentlich geht's bald los. Schon bald beginnt das Schneeballschlachtturnier. Wir haben 4 Spielfelder aufgebaut. Denen fehlt nur noch der letzte Schliff. Und dann kann's losgehen. Ein kleines Stückchen darüber. Perfekt. Die ganze Stadt hat großen Gemeinsinn bewiesen, auch wenn unser Komitee den Löwenanteil der Arbeiten erledigt hat. Ich schaue, ob der Schnee feucht wird. Noch ist er trocken, aber wir können schon Schneebälle formen. Ich lasse das Heizgebläse im Container den ganzen Tag an, dann ist der Schnee morgen perfekt. Ja, ich bin's. Ja. Verstehe. Ich prüfe das nach. Mehr hätten wir eh nicht zu tun. In dieser Stadt gibt es für uns kaum Arbeit. Ja. Ja, die Ferien über auch. Gut, danke. Tschüss. Wir verhandeln den Vertrag. Yes. Wir haben den Auftrag? Urlaub und so weiter können wir vorerst wohl vergessen. Wir müssen in 4 Monaten für 1,8 Millionen ranklotzen. Vergesst das nicht. Los, das muss gefeiert werden. Verdammte Hacke, was für ein Glück. Von diesem Sommer wirst du nicht viel haben. Na und, was soll's? Dann bekommen wir bestimmt auch eine Gehaltserhöhung. Super. Und ein neues Auto. Vor allem steigern wir den Umsatz. Und das ist wichtig. Gott, bin ich erleichtert. Und ich erst. Ich muss nach Hause. Tschüss. Endlich ist der große Tag gekommen. Ich bete, dass das Turnier ein voller Erfolg wird. Ich bin so aufgeregt, hab richtig Schmetterlinge im Bauch. Weißt du, trotz Namen, wie ich verlobt habe, wie ich verlobt habe, wie ich verlobt habe, wie ich verlobt habe.
Einfach toll, all diese Leute zu sehen. Dieses Jahr sind Teams aus Russland, Schweden und Finnland angereist. Schneeballschlacht ist einfach der beste Wintersport für uns. Es gibt ein kleines Problem, denn der Schnee ist nicht nass genug. Wir hätten noch ein paar Heizgebläse mehr gebraucht. Das wird wieder mal ein großer Spaß. Ein ganzes Jahr haben wir drauf gewartet. Ich schwitze schon jetzt, aber das ist die normale Nervosität vor dem Wettkampf. Die kann man nicht verbergen. In diesem Jahr hat Yeti eine neue Strategie. Kapitän Marius steht an der Seitenlinie und späht einen Gegner aus, auf den alle anderen werfen. Yeti spielt defensiv und wartet auf den Angriff des Gegners, der dann ein leichteres Ziel abgibt. Yeti erobert die Flagge und gewinnt die erste Runde. Doch dann kommt es zu einer zweifelhaften Schiedsrichterentscheidung. Verdammter Idiot, wieso schickt er mich vom Platz? So ein Blödmann. Es sieht schlecht aus für Yeti, die nun auf ihren besten Spieler verzichten müssen. Die anderen schießen zwar diverse Gegner raus und gewinnen die Partie, aber die Mannschaftsmoral hat einen Knacks bekommen. Keiner hat auf Markus gehört. Beruhig dich. Können wir das nicht ganz ruhig diskutieren? Wenn einer denkt, er sei immer noch Kapitän, dann... Ich kann auch aussteigen. Hör auf zu jammern. Was soll das? Immer musst du überreagieren. So ein Stinkstiefel. Der ist so stur, dass er lieber rausgeht. Dannys Team zeigt keinen besonderen Ehrgeiz. Schon in der ersten Runde fliegen die Küntepeller Drunkers aus dem Turnier. Ich war total unbeweglich, völlig steif, obwohl ich den Schneeball hab kommen sehen. Sind bereits so viele von uns draußen? Ich war nie ein schlechter Verlierer, also was soll's. Yeti hat bereits zwei Mannschaften aus dem Turnier geworfen und steht nun im Halbfinale.
Zeigt mir Kampfgeist, Leute! Ihr Gegner ist KP-55 aus Finnland, eine der besten Mannschaften Europas. Angreifen! Los, vorwärts! Noch 40 Sekunden. Glücklich bin ich darüber nicht, aber was soll man machen? Wie heißt es so schön? In einem Jahr sieht man sich wieder. Mal sehen, ob wir bis dahin ein besseres Team aufgestellt bekommen. Leider hat es auch Yeti nicht ins Finale geschafft, das zwischen den finnischen KP-55 und Paul Sine Höhner aus Vardö ausgetragen wird. Ein ganzes Jahr haben wir uns darauf vorbereitet und bald ist es schon wieder vorbei, zum Glück. Denn ich bin ganz schön kaputt. So gut, dass es vorbei ist und dass alles so gut gelaufen ist. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Jetzt kann ich mir ein Glas Wein und eine Zigarette genehmigen. Natürlich gibt es noch eine Menge für mich zu tun, aber jetzt brauche ich erstmal ein wenig Zeit für mich. Ich bin so erleichtert. Da sind wir wieder. Wir haben die Zisterne im Rathaus repariert. Stell der Gemeinde Vardö eine Arbeitsstunde in Rechnung. Mach ich.
Hallo? Dani? Bist du wach? Morgen. Hey. Guten Morgen. Dani. Soll ich dich mit kalten Händen anfassen? Steh auf. Du kannst nicht liegen bleiben. Du wolltest dich doch für einen Job bewerben. Du kannst doch nicht den ganzen Tag im Bett bleiben. Was soll das Gelaber? Du kannst nicht den ganzen Tag liegen bleiben. Tschüss. Sei nicht so mufflig. Verdammt. Jetzt hör auf deine Mama. Ine, wolltest du nicht zur Schule? Es ist schon 8:30 durch. Sie fragen sich sicher, was es hier schon groß zu berichten gibt. Von diesem kalten, einsamen, vom Nordpolarmeer umschlossenen Flecken im äußersten Nordosten Norwegens. Willkommen am Ende der Welt. Willkommen in meiner Heimatstadt Vardø. Vardø ist eine sterbende Stadt. Eine Stadt ohne Hoffnung, ohne Zukunft. Als ich klein war, lebten hier 4000 Menschen. Mittlerweile sind es nur noch 2000. Ich heiße Anita und habe mein ganzes Leben hier verbracht. Ich bin verheiratet und habe 2 Kinder. Ich arbeite als Kirchenvorsteherin und bin ehrenamtliche Präsidentin des Jukigassen. Jedes Jahr veranstalten wir ein großes Schneeballschlachtturnier. Das ist unser Alleinstellungsmerkmal. Jukigassen stammt ursprünglich aus Japan und bedeutet Schneeballschlacht. Die Regeln dieses Sports sind einfach. 2 Mannschaften versuchen, durch Treffer mit Schneebällen einander aus dem Spiel zu werfen und die Flagge des Gegners zu erobern. Ich will unser Jukigassen zum angesagtesten Winterfest Norwegens machen, um unsere Stadt zu retten, damit nicht noch mehr Leute wegziehen. Mørke har lagt seg over byen. Det nå det gjelder å ha trua. Om det motgang som gjør deg sterkere, vel, så kan jeg nok løfte et fjell. En mann må ha sitt arbeid å gå til. Han må føle han kan få noe til. Hier gibt's nicht viel zu tun. Meist sitzen wir nur rum und quatschen. Kommt, lasst uns anfangen.
Das wird lustig. Los, fahren wir. Die Typen von der Stadtverwaltung glauben immer, sie könnten alles selbst reparieren. Dabei können sie noch nicht mal ihr Klo reparieren. Wir müssen hin und denen helfen. Stimmt's, Vega? Ja, diese möchte gern Handwerker. Genau. Lass uns darüber fahren zum Lieferanteneingang. Ist das das Problem, Kind? Ja. Dann schauen wir mal. Wenn wir schon den Klempner rufen, hätten wir auch gleich eine neue Kloschüssel kaufen können. Irgendjemand muss die scheiß Dinger ja austauschen. Jedes Jahr ein neues Modell. Danke, jetzt wissen wir, wie man's macht. Ihr Klempner könnt wirklich alles reparieren. Dafür müssen wir eine Arbeitsstunde berechnen. Das ist unsere Mindestauftragssumme. Halbe Stunden berechnen wir nicht mehr. Wir brauchen das Geld. Wir können da keine Kompromisse mehr eingehen.